Hallo und willkommen zum fünften Teil unseres Wiki-Tutorials. Hier wird es um Tabellen gehen. In unserem Daria-Wiki wollten wir eine Tabelle erstellen. Und zwar, um auf einen Blick zu sehen, welcher Partner von Daria zuständig ist für welche Arbeiten. Deswegen werde ich hier nochmal einen Titel hinzufügen, Zuständigkeit. So wie wir schon gelernt haben. Und hier will ich die Tabelle erstellen. Um eine Tabelle zu erstellen, brauche ich erst einen Rahmen. Also einen Start-Tag und einen End-Tag. Zwischen dem oder in dem die ganze Tabelle dann erstellt wird. Am Anfang steht also geschwungene Klammer auf und senkrechter Strich. Und am Ende steht senkrechter Strich und geschwungene Klammer zu. Diese beiden Tags werden unsere gesamte Tabelle umgeben und dazwischen kommt unsere Information rein. In dieser Tabelle wird es zwei Spalten geben und jede Spalte soll eine Überschrift haben und das mache ich folgendermaßen mit Ausrufezeichen. Am Anfang der Zeile gebe ich dem Programm zu erkennen, dass das eine Spaltenüberschrift sein wird. In dem Fall haben wir jetzt Arbeitspaket und Institution. Diese beiden Zeichen, die Sie gerade sehen können, ist das erste, senkrechter Strich und ein Minus. Das signalisiert der Anfang einer neuen Zeile. Und die zwei senkrechten Striche nebeneinander sind für eine neue Spalte. Was wir jetzt also dem Wiki gesagt haben, ist, geh eine Zeile runter und schreibe in einer ersten Spalte E-Infrastruktur und in einer zweiten Spalte in derselben Zeile Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen. Wir müssen das nicht alles untereinander schreiben. Zum Beispiel die Spaltenzeichen können auch hintereinander stehen, beziehungsweise, wie ich gleich zeigen werde, hier kommt die nächste Zeile und nochmal neue Spalte. Und hier direkt nach dem Inhalt der Spalte das Zeichen für die nächste Spalte. Das funktioniert genauso. Während ich diese Tabelle noch mit etwas Informationen fülle, könnte ich noch erwähnen oder ein paar Gedanken dazu äußern, wie das am besten gemacht werden kann, und zwar was die Übersicht betrifft. Um ein gutes Bild von der Tabelle zu haben, wie sie aussehen könnte, empfehle ich, jedes Zeilenzeichen in einer eigenen Zeile stehen zu lassen und die Spaltenzeichen immer nacheinander zu schalten, wie wir hier sehen können, wie beim Beispiel der zweiten, dritten und vierten Zeile. Bei mehreren Spalten ist es dann einfach sehr gut zu sehen. Man kann einfach an den Doppelstrichen immer genau erkennen, um welche Spalte es sich handelt. So, jetzt bin ich bald fertig mit der Tabelle. Sie soll ja ein bisschen mit Informationen gefüllt sein, damit wir auch was zu sehen haben. Also Seite speichern. Und gleich sehen wir, wie sie aussieht. Und ja, ist nicht ganz übersichtlich. Man sieht, dass das Standard-Layout für die Tabellen, da fehlt einfach was. Das fehlen die Trennlinien und so Sachen. Und dafür gibt es aber das Kommando. Class ist gleich WikiTable. Ja. Das geben wir direkt nach der ersten Klammer ein, ja, nach dem geschwungene Klammer auf und senkrechter Strich. Damit sagen wir dem Wiki, verwende das Layout für WikiTable. Und wie wir hier in der Vorschau sehen können, das sieht doch schon viel besser aus. Es hat Trennlinien, es hat einen gräulichen Hintergrund und die Spaltenüberschriften sind besser zu sehen. Mit dem Zusatz Sortable in WikiTable können wir die Tabelle auch sortierbar machen. So sieht sie auf der Hauptseite aus. Und zum Abschluss noch eine weitere Funktion. Wir können auch eine Tabellenüberschrift hinzufügen.
Und das werde ich direkt unter Wikitable machen. Mit senkrechten Strich und Plus können wir dahinter eine Überschrift einschreiben, hinzufügen. So, hier Zuständigkeit, Titel der Tabelle, speichern. Und wir sehen hier richtig schön auf der Tabelle sitzt Ihr Titel. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.